Was ist los? So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein neues Video. Und heute haben wir ein MRE wieder. Ein Meal Ready to Eat, gehe ich mal davon aus. Beziehungsweise eine Combat-Ration. Heute aus Spanien, España. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Relativ klein. Haltbar bis November 2020. Fuerzas Armadas. Armed Forces. Oh Gott, da steht's drunter. Ich habe vorher gedacht, du hast es total gut übersetzt. Und dann erst mal raus. Ja, das steht genau drunter. Individuell Combat Ration. Ein Lunch. Wir packen es jetzt aus. Wir spannen uns nicht länger auf die Folter. Wenn ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung bzw. auf dem Kanal. Da findet ihr dann auch die russische, die deutsche und die amerikanische. Ich habe auch schon wieder einige geordert. Und eine französische haben wir noch, die wir auch noch öffnen werden. Packen weg. Das ist ein schöner Karton. Ist das kleinste bisher. Also ist mit Abstand mini im Vergleich zu den anderen. Bedienungsanleitung. Mit Bedienungsanleitung. Fuerzas Armadas. Sobre de sopa de bola. Okay, keine Ahnung, was da steht. Kann kein Spanisch. Ah, okay, hier ist. Okay, auf verschiedenen Sprachen sogar. Polvo Isotonico. Con Vitamin C. Ja, der Geruch ist aber auch schon mal solide, was da rauskommt. Ministry of Defense. So, please check. Okay. Also, was ist das? Marmelade. Ja, wahrscheinlich. Pulpa Manzana. Es könnte Orange, ne Manzana, Manziana, was ist das? Okay, es ist Marmelade. Wahrscheinlich Aprikose oder Orange oder sowas. Das ist Crema Dentalflora. Das ist Zahncreme. Ja, Zahncreme ist das. Zahnputzcreme ist da dabei. Desinfektion. Was war das jetzt nochmal? Also eine Suppe. Es ist eine Suppe, ein Suppenpulver. Ich bin sicher, dass es ein Suppenpulver ist. Sopa de Bolo. Ja, aber das Hühnchen und Nudeln. Pasta, super. Sopa de Polo con Pasta. Das heißt, das ist vermutlich eine Suppe. Dry Fuel. Was war hier? Isotonik, das können wir gleich mal anmachen. Hol du mal schon vielleicht nochmal. Ist ein Wasserkocher da? Nein. Ja, aber wir. Aber wir haben keinen Topf da. Ich glaube, für den nächsten muss ich meinen Campingkocherausrüstung mitholen. Ich werde jetzt mal dieses. Isotonische Getränk in das Glas Wasser mischen. Dann gucken wir mal, was passiert. Wir haben alles wieder da, ausgerüstet. Besteck ist keins drin, ja? Also hier ist ein Streichhölzer. Filets de Caballa in Acreite Vegetal. Oh, irgendwas mit Chorizo hört sich schon total lecker an. Jetzt gucken wir erstmal. Komische Streichhölzer. Aber Hauptsache eine. Oh. Eine gut eingepackte Serviette. Und das ist schon ein Campingkocher. Also die Streichhölzer sind schon mal. Das ist richtig massiv. Durchwachsen. Ja, das ist Metall. Kannst du zurechtbiegen. Können wir gleich mal machen. Ja. Leg das mal hier drauf, mit alles abfuckt. Also Streichhölzer, die waren mit Abstand am krassesten in dem russischen, in dem Iskra. Da konntest du sogar unter Wasser kurz und dann sind die nochmal aufgegangen. Das geht jetzt irgendwie so, glaube ich. Ja, was hat die Anleitung? Jetzt wird mir so ein Tri-Fuel reinpacken, anzünden und dann könnten wir streng genommen im Fall der Fälle das sogar so aufkochen, das andere genauso. Also es ist gesundheitlich unter Umständen bedenklich. Also am besten wäre es wahrscheinlich mit einem Edelstahl- oder Aluminium-Topf aus dem Campinggeschirr. Aber im Zweifel des Gefechts kann man mit Sicherheit die Dose direkt darauf erwärmen. 3 Tabletten sind dabei. Also eine wird generell zum Erhitzen von sowas reichen. Eine wird wahrscheinlich dann vielleicht noch für ein Getränk sein, für ein
Für die Suppe, genau, für die Suppe, die müssten wir dann ja auch noch aufkochen mit Wasser. Also das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich bin auch überrascht jetzt, wie viel da dann doch tatsächlich drin ist. Was waren denn in den anderen Sachen drin? Gut, da waren dann noch Süßigkeiten mit drin teilweise. Also warte mal, hier steht Heating. For heating, open tins or make two holes in the lid. Also entweder die Dose ganz öffnen oder zwei Löcher reinmachen, damit es halt abdampfen kann. Also ich bin positiv überrascht. Chorizo, Wurst mit Chorizo. Das sind auch wieder so Reinigungstabletten. Die aber wofür ist die Marmelade? Da fehlt jetzt irgendwie. Hier ist Kaugummi, Zahnbürste und Reinigungstabletten für Wasser. Haben wir hier. Hier zwei Reinigungstabletten, Zahncreme und Kaugummi für nachs Essen. Dann haben wir hier Servietten noch, aber ich verstehe jetzt gerade nicht, wofür die Marmelade ist. Filet, da wird es ein Fisch sein, vermute ich mal. Und das ist eben was Fleischiges mit Chorizo. Und hier haben wir Apfelcreme. One tube of apple cream. Also wahrscheinlich zum so essen, einfach. Sonst ist nichts dabei, ja? Nee. Ja, wir müssen davon satt werden. Ja, du hast ja das andere zum satt, aber es gibt dir halt Energie. Es ist halt Zucker und Apfel und es gibt dir halt wahrscheinlich Energie. Ist halt wahrscheinlich nahrhaft. Steht jetzt nichts drauf. Ja, sollen wir mal aufmachen? Also mit dem bin ich skeptisch. Warum? Dass Fisch sein wird. Also fangen wir an. Also es ist mit Sicherheit Fisch. Ist ölig. Hol mal Zeber bitte. Ja, es ist Fisch. In Öl. Riecht nach normal Sardinen oder sowas, wird es wahrscheinlich sein. Also ein Fisch in Öl. Ich kann jetzt nicht feststellen, was ein Fisch schmeckt, aber muss man sagen, echt lecker. Also wie man es halt kennt, so ein Dosenfisch halt. Ehrlich gesagt, fehlt mir hier noch so ein Stück Brot oder irgendwas Trockenes, aber egal, aber hier ist so viel Öl drin, da müsste ein bisschen Brot dazu sein. Das Öl macht schon satt. Aber es ist lecker. Eine Frage. Hm. Schmeckt wie man so erwartet. Isotonische Getränk auch das gleiche. Schmeckt halt wie so ein lösliches Getränk, sind es verschiedene. Der Figant mit Vitamin C. Isotonisch. Ja, das vom Geschmack hätte ich jetzt langweiliger erwartet. Nee, es ist echt lecker. Desinfektionsmittel ist hier sogar noch mal drin. Also auch wie so diese Zahncreme, muss man gucken, dass man es nicht verwechselt. Das ist 10 Zahnbürste und das ist Desinfektionsflüssigkeit. Also es ist flüssig für die Hände zum Desinfizieren. Ist auch echt cool. Serviette, schön mit spanischen Ding oben drauf. Der Carbidkocher war cool, der war der einzige, wo noch dabei war, war in dem Iskra. Ja. Sonst bei den Deutschen war gar nichts dabei, also die setzen voraus, dass du noch irgendein Feuer hast oder irgendwas zum Aufwärmen oder kannst kalt essen. Gut, beim MRE war das Chemiezeug. Ja, beim MRE war dieses extrem komfortable Aufwärmmethode von durch dieses... Ja, das machst du auch hier drauf. Ich glaube nicht, dass das großflüssig sein wird. Oha! Massiv, würde ich sagen. Oh. Ja, das ist jetzt richtig massiv. Ich vermute, dass hier das gleiche Thema wieder sein wird. Also das ist viel Fett hier. Dass man das eben erhitzen muss. Dass es dann irgendwie flüssig wird. Dass man es dann halt essen kann. Hier, das sind irgendwas Reisiges.
Was ist denn das drauf vorne? Ne, Linsen sind es. Irgendwas Linsiges. Achso, das war eine Suppe. Die Suppe haben wir hier noch, ja. Die machen wir jetzt tin, nicht. Tin of lentils with sausages and lard. 300 Gramm, das würde es sein. Ja. Also es ist irgendwas Linsenartiges und so Chorizo. Ah, das ist das andere, der Fisch war Makrelen in Vegetable Oil. Ja, in Olivenöl. Also hier unten ist auch noch ein bisschen Flüssigkeit. Es schmeckt jetzt nicht so toll, wie man es sich vielleicht vorstellt mit Chorizo. Aber ich denke, dass das Ganze, wenn man das erwärmt, wesentlich besser ist zum Essen. So kann man es mit Sicherheit essen. Also auch eben, wenn es darum geht. Ah, okay, da ist die Wurst. Wenn es um die Wurst geht. Mischti? Gut. Schon gut. Aber es wird definitiv warm besser sein. War das jetzt das einzige Stück Wurst da unten drin, oder was? Da hat er es ganz weggegessen. Das war doch total wenig. Also das war gerade das einzige Stück Chorizo da drin. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Weil ich es auch mehr gern probiert hätte. Das war jetzt echt nicht viel. Also ist so. Also aufgewärmt mit Sicherheit viel, viel besser. Es ist ja auch nur eine Ein-Mann-Portion. Der Gasbrenner ist auf jeden Fall ein cooles Gadget. Das ist auch, darf man nicht unterschätzen, so eine Tablette erhitzt locker dieses Ding richtig gut. Das Apfelmus ist halt wahrscheinlich einfach zum Energie zuführen. Man kann sich die Suppe noch erhitzen, man kann die Fisch sogar vielleicht noch erhitzen, wobei das gar nicht nötig wäre. Also hat man immer noch ein bisschen was übrig. Die Streichhölzer sehen nicht so solide aus, also ich würde mal behaupten, wenn die nass sind oder irgendwie nass werden oder funktionieren die nicht mehr. Das ist auch irgendwie gar nicht so richtig holzig, das ist mehr so Pappe. Also auch das Streichholz per se ist Pappe, aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn das wenn es einen speziellen Grund hat, dass es so ist. Sonst muss ich sagen, bin ich extrem positiv überrascht von dieser kleinen Packung, wo wir am Anfang hatten, dass da so viel gute Sachen drin sind. Muss ich sagen, bin ich positiv überrascht. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet, welches wir als nächstes aufmachen sollen und gebt natürlich gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt und nichts verpassen wollt. Und ja, bin positiv überrascht von dem Ganzen. Mein Fazit ist sehr positiv. Ja, dann vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.